Hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen Part von Let's Play SMP Live Your Dream. Das ist hier ja fast eine Premiere, kann ich mal sagen, weil... Nein, keine Premiere. Eine Ankündigung eher. Und zwar werde ich meinen... die Art, wie ich Videos aufnehme, sag ich mal, verändern. Mieten. Und... What the fuck? Okay, irgendwas stimmt gerade, glaub nicht, auf dem Server. Naja, ja. Ich, okay. Und zwar werde ich, wie gesagt, mein, ja, Videoverhalten, sag ich mal, mein Aufnahmeverhalten, das hat nichts mit den Videos an sich zu tun. Also ihr werdet die immer noch ziemlich ähnlich wie sonst sehen. Ja, das, was sich verändert, ist, dass ich ab jetzt... Sekunde kurz. Das gibt's nicht. Warte, ich muss... Das ist jetzt natürlich scheiße, Sekunde. Und zwar werde ich ab diesem Part die Parts separat aufnehmen. Das heißt, ich werde einen Part aufnehmen. Schön, hallo, hier bin ich. Und dann... wenn der Part zu Ende ist, eben Tschüss sagen, die Aufnahme stoppen und wieder anschalten. Ja, weil ich das einfach, weil ich, wie kann ich das sagen? Ich sag's mal so, ich bin richtig scheiße im Videos schneiden und ich möchte keine so krassen Hardcards mehr haben. Deswegen, ich weiß nicht, Ping habe ich 42, was da los? Deswegen mache ich das so, also dann. Zu Hardcut-Vermeidung, sag ich mal. Für die, die nicht wissen, was Hardcuts sind, das soll ja auch immer wieder vorkommen. Das ist, wenn einfach das Video mitten im Satz beendet wird. Yeah. What the fuck? Ich weiß gerade nicht, was hier los ist. Irgendwie ist alles ein bisschen am Ruckeln. Also nicht das Spiel, sondern da vorne bin ich über die Kurve geruckelt. Und jetzt ist das Fahrrad weg und ich habe einen LKW-Schein bekommen. Welcher die ist denn, Rip the Checker? Was kann ich mir drauf? Doch da. Hä? Hey. Also, ich dachte mir jetzt, vielleicht hat Life a Dream wieder Probleme mit Hackern, aber der ist Level 50 und jetzt nicht mehr. Doch, ich dachte nur, das war nicht mehr rot. Also, das irgendwie... Ich verstehe die Welt nicht mehr. Lass es mich so sagen, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja. Hui. Also, das ist gerade etwas verwirrend. Nee, ich meine, ich komme mir einfach drauf und bekomme Scheine und Leute, die Level 50 sind, geben mir Scheine. Also, es sind keine Hacker anscheinend und obwohl, ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert. Also, soweit ich weiß, hat der Life of Dream die Vorkehrungen gegen Hacker stark erhöht. Ja. Was ich jetzt aber mal machen werde, ist mein Auto holen und dann gucken, warum ich nicht im Haus gespawnt bin. Vielleicht hat der, den das Haus gehört, das ja verkauft. Wer weiß. Naja, ich werde das jetzt einfach mal so auf mich sitzen lassen und wenn's irgendwas nicht stimmt, dann werdet ihr mir das wahrscheinlich in den Kommentaren sagen, weil ihr da wahrscheinlich mehr mitbekommt. Ich bin jetzt nicht so aktiv und jeder Beitrag im Forum und alles, nee, dann nicht. Ich spiele hier nur. Aha. Ja, ich glaube, das war ein privates Gespräch. gut, dann, ich habe mich natürlich mal wieder nicht auf den Part vorbereitet. Wie unerwartet. Ich habe das Problem, ich,
gibt echt Themen, wie man in den in Parts, wer den Namen gewagte Theorien gesehen hat, gibt es echt Themen, wo ich hier reden kann und reden kann und reden kann und reden kann, aber das geht auch nur, wenn mir irgendwann anders die Themen vorschlägt. Also es war bei mir wirklich noch nie selber so, damit ich allein auf ein Thema gekommen bin und da dann viel drüber quatschen konnte. Also wenn der entweder hat irgendjemand was gemacht, was mich auf das Thema gebracht hat oder irgend sowas in der Art. Naja, okay, dann fahren wir mal irgendwo hin. Ne? Ich wollte mir mal einen Skin kaufen und dann gucken wir gleich mal in ein Kleidergeschäft. Ich kenne nur eins und zwar das bei der Grove Street. Wenn nicht, dann denke ich, Navi werden noch ein paar stehen. Ja, da müssen wir auch ein bisschen jobben gehen, weil ich habe nicht ausführend gejobbt. So, da bin ich wieder, meine Mutter. Das ist echt unglaublich moderne. Ich bin falsch gefahren. Wir müssen nämlich jetzt gleich nach rechts. Warum sieht man diese rote Leuchte überall? Sieht man die normalerweise nicht nur, wenn man nah dran ist? Da guck ich gleich mal hin, was das ist. Bestimmt Feuerwehr oder so. Ich denke Feuerwehr. So, hier ist der kleine Laden, den ich gemeint habe. In der Grove Street. Bingo. Dann diese geile Tastennomination, ja. Nochmal vielen Dank dafür, die ist echt richtig praktisch. Ich weiß gerade leider den Namen nicht. Ich kann jetzt auch nicht nachgucken. Hätte ich in zwei Bildschirmen, kann ich nachgucken. Habe ich aber nicht. Und auf dem Handy, da dauert das alles immer ein bisschen. Sonst würde ich dich erwähnen. Ja. Okay, drücke ich schon das und der nächste. Drücke die Ende. Okay. So. Mal gucken. Okay. Ja. Eben die GTA San Andreas Skins, ne? Wie unerwartet. Ich bin auch schon durch, oder? Wir konnten das gerade so vor, als wenn da ein paar doppelt wären. Oder ich bin die ganze Zeit durch. Das ist nur ein bisschen wenig, das waren gerade mehr. Ich irgendwie raus? Nee. Wie soll ich denn da nehmen? Oh Gott, das sind alles scheiß Skins. Ich weiß nicht. Ich bin überfragt. Ich jetzt einfach irgendwo zufällig Enter. Hey. Der ist aber schön. Ich hole mir Geld und kaufe dann gleich einen neuen. So, wo ist denn der Geldautomat? Nicht hier. Aber mein Auto ist hier. Warum laufe ich? Ja. Ich habe auch schon schlauere Sachen in meinem Leben gemacht, ne? So, ich weiß gerade nicht auswendig, ob hier in der Nähe, oder wo hier in der Nähe ein Geldautomat ist. Fahren wir kurz zur Stadthalle. Ist ja nicht wahr. Okay. Da war irgendein Bug, glaube ich. So, ich muss noch kurz auf die Uhr gucken. Wir haben noch. Nee. Ach, das hat.
mir hat sich gerade einiges erklärt. Ja, und zwar, mir recht, wie ich. Ich habe ja vorhin gesagt, dass man es nachgucken muss. Das lag daran, dass ich eigentlich meine Tastatur als Uhr benutze. Als Stoppuhr, da habe ich eine Stoppuhr drauf. Und naja, jetzt gucke ich gerade so auf meine Tastatur, um da. Um zu gucken, wie viel. Ich suche mir da mal den anderen Geldautomaten. Um zu gucken, wie viel Uhr es ist und dann zu gucken, wie viel ich noch habe. Ich weiß, dass ich das auch ganz auf dem Bildschirm ist, aber. Ich brauche keine Ausreden, oder? Nein. Und naja, und da steht 1536 und das steht da schon seit Stunden. Ne? Und das erklärt dann wohl einiges so. Da fahre ich. Nein. Oh Gott. Jetzt ruckelt das Spiel aber wirklich. Warte mal, was? So, irgendwie ist das Spiel auch gerade verbuggt hier. Der Power Bro 2002005 und der Power Bro 20052. What the fuck? Die wollten doch nur die. Ja, die Leute denken lassen, dass es zwar der gleiche ist. Ah, das ist gemein. Aber es ist echt gut gemacht. Man hat die 5 und die 2 vertauscht. So, Auto lasse ich kurz an. Ich beginne Geld abheben. $1000. Ah ne, 1, 2, 3, 4. Und 1000. Komm, rein da. Achso. Und dann wieder zurück. Ja, das war jetzt ein bisschen Umweg. Es gäbe wahrscheinlich gleich einen in der Nähe, aber naja, in der Stadthalle. Dachte ich mir jetzt, ich gerate mal jetzt nicht ins Kreuzfeuer, ne? Das wäre ja definitiv nicht das Beste, was ich jetzt hätte machen können. Und da oben ist die Uhr, okay. Und da drüben kann ich keinen. Man müsste noch so eine Funktion haben wie nächster Geldautomat. Alter. Okay. Das ist ein Hacker. Das erklärt dann alles. Ja, toll. Wird in der Werkstatt wieder repariert. Reparaturkosten 1500. Also steht er dann einfach auf dem Parkplatz? Ich hoffe mal. Ich hole jetzt kurz den Skin und dann laufe ich zum Parkplatz. Nee, ich muss hier lang. Das ist so langsam. Ja toll, 80 km/h, da kann ich auch nichts mit anfangen ohne Auto. Gut, ich muss es links, ne? Wenn man schneller fährt, ist es alles kleiner. Irgendwie. Ne, ist klar. Naja. Komm, lauf. Oh, meine klingelt. Abnehmen. Scheiße. Blöd zum Schreiben. Ach ja, sorry, falls dann die Tastatur sehr laut hört, aber ich versuche mal ein bisschen leiser zu schreiben, aber. So gut, das drauf zu und so. Slash abnehmen. Wann kommst du deine Member-Freunde nerven schon mit SDM? Was? Hä? Was ist da los? Da muss ich verwelt haben. Was? Wann kommst du deine Member-Freunde nerven schon mit SDM? Wo geht es denn eigentlich? Welchem Lieder? So, jetzt habe ich ausgesehen, die Aufnahme endet. Ich hoffe, den Knopf gekommen. Das muss ich jetzt mal ändern. Den Knopf, welchen Lieder? 0.0! Hätte er sich verwählt, dann hätte er schon gemerkt, dass ich. Dass er der falsche ist. Wann kommt dann mehr von der Stefan schon mit SDM? Nee, er hätte das schon gemerkt. Ich meine, da steht da vorne mein Name. Aber Amup Corleone sagt mir auch gar nichts.
Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ich hab keine Base. Das ist jetzt irgendwie verwirrend, ne? Ich mach den Part mal ein bisschen länger. Weil ich denke, ihr wollt jetzt alle wissen, wie das ausgeht. Und ich auch. Herr, an deiner Base! Ja. Welche Base denn? Ja, das ist unglaublich, ne? So, ihr dürft kurz gehört haben, aber ich habe so schnell gemütlich wie geht. Und Fries, nee, auch nicht. Also anscheinend behauptet irgend... Doch, Tensei. Nee, kein. Ich auch nicht. Oder hat er da gerade jemanden geschrieben? Ich glaube, der hat gerade jemanden geschrieben. Oh. Ja, hat er ja oben schon geschrieben, Tensei. Jetzt etwas. Nee, ich kenne die alle nicht. Nee. Nee, ich kenne die alle nicht. Das wundert mich gerade irgendwie ein bisschen. Nee, auch nicht. So, den hier möchte ich. Ich habe mir noch gerade Geld abgehoben. Habe ich das... Hä? Habe ich kein Geld mehr? Ach so, wahrscheinlich wurde die 1500 für das Auto abgezogen. Dann hole ich mir gleich mal Geld. Ich wundere mich gerade. Was die meinen? Also ich bin echt gerade überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie ich das jetzt verstanden habe, sind da irgendwo welche, die anscheinend auf jemanden warten oder einfach nur ein bisschen Scheiße bauen wollen und machen SDM, weil derjenige nicht kommt. So, weil es irgendjemand gefragt hat, wer denn kommen soll, haben sie einfach irgendeinen Namen gesagt. Ich finde halt die 5 hier ziemlich am Anfang. Das könnte sogar sein, damit es einfach kurz. Oh, 5, okay. Das nennt mich. Ich leg mal auf. Also das,
Das verwirrt mich jetzt irgendwie ein bisschen. Das. Okay. Als war das vorhin kein Hacker, sondern STM? Ich weiß nicht, als die Leute, ich bin total überfragt. Das ist jetzt so alles in meinem Kopf so, wow, und ist kaputt, ne? So, die Folge ist aber vorbei. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet nächstes Mal wieder ein. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis dann und tschö.